Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Jo, wir haben hier drei, keine Ahnung, was das für Typen waren, erwischt. Die haben uns ganz schön zugesetzt. Wir haben jetzt nur noch einen Flakon, aber das lag jetzt nicht unbedingt an denen. Wir sind schon eine ganze Weile unterwegs, deswegen haben wir nur noch einen Flakon. Und hatten auch noch eine Eisechse, so eine krawallgebürstete Eisechse vor uns. Und die war auch nicht so nett. Und so langsam hätte ich gerne noch ein Leuchtfeuerchen. Und ich glaube, das Leuchtfeuerchen kommt über Umwege, indem wir diesen Aufzug benutzen und dann zum Leuchtfeuer zurückkehren. Ich hoffe es. Ich hoffe es inständig, dass wir jetzt diesen nächsten Aufzug freigeschaltet haben. Das wäre nämlich ziemlich, ziemlich nice. Und haben wir auch. Okay, wir sind jetzt am Leuchtfeuer. Perfekt, alles klar. Wir haben währenddessen noch einen Aschenknochensplitter gefunden. Den werden wir natürlich noch nutzen. Und ich denke mal, wir werden auch später nochmal über die Dächer gehen. Aber wir gucken uns jetzt erstmal hier um, damit wir auch nochmal wieder ein bisschen was Neues mitkriegen und so. Neues sehen. Aber ich fühle mich besser, wenn ich jetzt erstmal über die ins nette Feuerbandschrein gehe und dort mich ein bisschen level und dann später über die Dächer und erstmal die neuen Gebiete anschaue, bis wir dann sehen, dass wir wahrscheinlich wieder zum Boss kommen. So, der Boss wird nämlich das nächste Ziel wahrscheinlich sein, denke ich mal. Der nächste Boss. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall vorbereitet sein. Ich denke aber, dass wir vorher auf jeden Fall noch die Dächer machen. So, ich mache jetzt nochmal Kondition. Und ich denke mal, 61.000 könnte knapp werden, aber ich glaube, das kriegen wir sogar hin, wenn wir das aus dem Inventar nutzen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir... Was kriegen wir dafür? 5.000? Ja, das kriegen wir hin. Ich denke, da kriegen wir auf jeden Fall noch ein Level hin. Und dann sind wir wirklich gut gewappnet für den nächsten Weg, sozusagen. Ja, 20.000, so, seht ihr. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was. So, Kondition haben wir ordentlich gepusht. Ich denke mal, dass wir durchaus auch noch mal Stärke machen können. Ja, Stärke können wir durchaus auch noch mal machen. Und dann sind wir auf jeden Fall wieder ganz ordentlich drauf. Juli, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt auf das weitere Gebiet, was jetzt freigeschaltet ist. Den untoten Knochensplitter können wir natürlich auch wieder nutzen. Sehr gut. So. Erzdrachen, großer Turm, wo... Oh, wo war denn das jetzt? Ach, ich bin ja doof. Das war ja kein neues Leuchtfeuer, das war nur eine Abkürzung. Klar, natürlich. So, ich bin manchmal ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, mittlerweile habt ihr das auch echt gemerkt. Alter, es ist... Manchmal ist es echt so... Okay. So, ich bin auf jeden Fall vorbereitet jetzt. Top, 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 top. Vorbereitet. Los geht's. Jetzt kriegen wir alles. Jeden Gegner kriegen wir platt. Oh, ich hoffe nur nicht, dass die bösen, fiesen drei, dass die wieder neu spawnen jetzt. Das fände ich nämlich echt nicht so witzig jetzt gerade. Das fände ich gar nicht so witzig. Ich glaube eigentlich nicht. Normalerweise sind das ja so Gegner, die nicht nochmal erscheinen. Hoffen wir das Beste. Ach, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass sie jetzt nochmal neu erscheinen. Aber wir haben auf jeden Fall eine Abkürzung und ich glaube, dass wir dann tatsächlich gleich direkt beim nächsten Boss sein könnten. Habe ich so ein bisschen im Gefühl. Na, jetzt habe ich wieder den Scheiß gemacht. So, ich glaube, hier geht's hoch, ne? Warte mal, da liegt noch was. Stab des Kristallweisen. Ja, danke. Nett. Nett, nett. So. Ich kann mir aber echt gut vorstellen, dass es jetzt schon kommt. Vorsicht vor Prinz, deshalb Aschefürst voraus. Ja, Aschefürst voraus, deshalb versucht Sprint. Okay. Versucht Einzelkampf. Kommt jetzt schon der Boss? Kommt jetzt sofort schon der Boss, oder was?
Das finde ich nicht witzig. Stoß wird benötigt. Das finde ich ja jetzt gar nicht so witzig, wenn jetzt der Boss kommen würde. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Ich glaube, wir können hier schon wieder auf die Dächer, oder? Sind wir hier wieder auf den Dächern? Nicht vorauszieher Feind. Versucht Einzelkampf. Hey Leute, verwirrt mich nicht so. Ihr wisst doch, dass ich ein Schisser bin. Weiß auch gar nicht, wo ich hier langlaufe, ehrlich gesagt. Ist mir gerade selber ein bisschen suspekt. Huh! Oh mein Gott, was bist du denn? Ein Engel! Ein dicker, fetter Engel. Wow, okay. Ein dicker, fetter Engel. Was ist denn das? Große Titel. Oh, der nächste dicke, fette Engel. Ja klar. Wie viele dicke, fette Engel sind denn hier noch? Kann ich auszuhalten. Sieg und dann lasst erscheinen Erz. Versucht Einzelkampf. Ja klar, der nächste dicke, fette Engel. Ja, klar. Was wollen die denn von mir? Wow, okay. Das ist nicht so nett. Das ist gar nicht so nett. Wow. Auch noch platt rollen wollen. Junge. Und eine Titanitscholle. Ja, das hat man doch gern. Kommen die jetzt alle immer wieder oder was? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Gegenstand voraus. Hier sind so viele, ich glaube, hier sind so viele Wege. Ich glaube, hier sind echt viele geile Sachen, die man finden kann. Nur wer mich kennt, der weiß, ich finde es sogar. Natürlich, Esso-Scherbe, perfekt. Und dann sind wir auf jeden Fall hier auch schon mal wieder vorbereitet. Gegenstand voraus, ja. Das habe ich gesehen, tatsächlich. Hier kann man runter. Und hier ist nichts Wildes, ne? Wir gehen jetzt einfach mal den ganzen Weg hier lang. Nur um zu gucken, ob hier irgendwie noch was sein könnte. Aber es sieht nicht danach aus. Hier sind Blutflecken. Aber ich denke mal, das liegt einfach nur daran, genau, wahrscheinlich liegt das an den dicken, fetten Engeln. So. Jetzt laufen wir am besten auch hier nochmal eine Runde. Man weiß ja nie. Vielleicht haben wir doch was übersehen, bevor wir dann hochgehen. Vielleicht ist hier auch irgendwo eine scheinbare Wand oder so. Aber ich denke mal, das ist jetzt alles durch hier. Ja, sieht eigentlich danach aus. Hier ist auf jeden Fall eine Tür. Ich denke aber, dass wir erstmal nach oben gehen hier. Da wird auch nochmal so ein fetter Engel sein. War eigentlich nicht, der passt hier gar nicht rein. Ja. Hätte ja sein können.
Okay. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Ring voraus. Aber Asche Fürst wird. Ah, okay. Das heißt, wir müssen erstmal den anscheinend den Boss erledigen. Dann ist der Ring da. Okay. Gehen wir hoch. Ist das vielleicht schon der Bereich, den wir eigentlich nach dem nächsten Boss machen müssten? Das kann natürlich sein. Jägerring. Okay. Den gucken wir uns dann natürlich auch an. Jägerring. Erhöht die Geschicklichkeit. Okay. So, der Weg wird kein leichter sein. So. Dieser Weg. So. Gut. Ich denke mal, dass wir jetzt wieder runtergehen und dann nochmal das Innere hier durchgucken. Ich denke mal, der Ring, den müssen wir noch aufsammeln, wenn wir den scheinbaren Aschefürsten, der jetzt als nächstes kommen wird, besiegt haben. Oh. Boah, ob ich das so will? Oh Gott. Ob ich das so will? Kann ich hier runter? Geht das wohl? Oh Gott. Was mache ich denn hier? Oh Gott. Alter, das habe ich jetzt nicht erwartet. Göttliche Säulen des Lichts. Okay, hier kann man drauf. Was ist denn das jetzt schon wieder hier? Oh. Das ist nicht so nett, wenn du mich hier erwischt. Also nicht stehen bleiben am besten. Immer in Bewegung bleiben am besten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das kann doch nichts werden. Das kann doch überhaupt nichts werden. Gesegneter Edelstein, sehr gut. So, und hier dann runter, oder was? Oh Gott, ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber da hinten ist auch noch was. Nee, das ist nur so ein Kirchendings. Kann man hier runter? Ja, okay. Oh Gott. Oh, da ist der Typ. Okay, den will ich jetzt aber nicht. Den will ich aber jetzt nicht begegnen. Kann man hier runter? Auch da kann man runter. Okay. Lohnt sich das, wenn man da hinten hingeht? Das war knapp. Lohnt sich das wohl, wenn man da hinten hingeht? Das frage ich mich. Da geht's runter. Hör mal auf da. Du kriegst mich doch nicht. Oh, nee. Das wird sich nicht lohnen. Das heißt, wir sollten am besten... Oh, das war knapp. Wir sollten am besten darunter, wo wir eben waren. So, am besten... Von hier... Darunter. Zack! Okay. Huiuiuiui. Oh. Den Ritter, den, der ist neu. Aber den machen wir mal. Das war knapp. Das war mehr als knapp. Alles klar. Huh. Okay.
Also das heißt, wir waren eben auf dem Turm von dem Archiv. Das ist schon mal nett. Und hier waren wir noch nie. Ich glaube, da hinten waren wir auch noch nie, oder? Nee, wir waren in der ganzen Dings hier noch nicht. Okay. Das heißt, wir können auf jeden Fall jetzt schon mal hier raus und mal gucken, was hier so ist. Außer böse, böse Gegner. Titanitbrocken und... Oh, böser, böser Gegner. Ah, das ist da, wo wir... Hier, wir konnten hier runter normalerweise, ne? Genau. Wir haben den hier besiegt. Beziehungsweise, ja, wir haben den besiegt. Glaube ich sogar. Oder der ist runtergefallen und wir hätten hier runtergehen können. Ja, dann brauchen wir die Dächer ja quasi so echt nicht mehr machen. Dann hätten wir das hier ja sowieso jetzt schon gemacht. Glaube ich. Ihr könnt mich auf jeden Fall berichtigen, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, wir sind jetzt auf jeden Fall da, wo wir hätten sein können und sein müssen. Wenn wir von den Dächern runtergesprungen wären. Vorsicht vor oben, ja. Oh, jetzt habe ich aus Versehen einen Flakon genommen. Ja. Vorsicht vor oben, sagt er. Ach, guck mal. Wir sind jetzt sowieso wieder da, wo wir eben waren. Wenn wir jetzt rausgehen, dann sind wir wieder hier. Okay. Dann hoffen wir mal, dass die Typen nicht da sind, aber ich glaube, die werden nicht da sein. Ich gehe mal fest davon aus, dass sie nicht da sein werden. So, dann hätten wir das auch gemacht. Das heißt, wir können jetzt definitiv wieder hier hoch. Und müssen dann wohl leider hier durch, oder? Wir können hier nochmal. Wie ich alles versuche, das zu verhindern, dass ich da über diesen Weg gehe. Wir sind hier da hochgegangen, genau. Ja, das haben wir ja jetzt leider alles schon abgegrast. Okay, wir können es leider nicht verhindern. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich denke mal nicht, dass wir sofort jetzt in den Bosskampf gehen werden, oder? Werden wir sofort in den Bosskampf gehen? Schön wäre es, wenn es nicht so wäre. Weil wir haben jetzt ordentlich Seelen. Ansonsten müssen wir echt den Heimatknochen benutzen. Sieht fast so aus, als würde es sofort beginnen, ne? Was ist denn hier? It's a trap. Oh Gott, it's a mega trap. It's a trap. Oh, 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 oh. Ah, Ausdauer, Mann. So, von da werden wir auch beschossen. Okay. Und da sind auch noch so große Ritter. Scheiße. Okay, das ist auf jeden Fall ein Weg zum Boss. Brandbomben haben wir eben gekriegt, ne? Die sollten wir auf jeden Fall mal... Oh Gott. Die sollten wir uns auf jeden Fall mal gönnen. Warte mal ganz kurz. Kennen wir den Weg? Den Weg kennen wir ja. Okay. Okay, wir rüsten uns mal ganz kurz Brandbomben aus. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Mann, Mann, Mann. Was habe ich mir damit angetan hier? Hey, das kann doch nicht wahr sein. So, komm. Oh, shit. Okay, so eine Brandbombe wäre auf jeden Fall angebracht. Und es wäre auch angebracht, ihn hier mal ganz kurz alleine zu machen. Oh mein Gott. Was hat der denn für ein Movement?
Okay, schön. Euch, Pappenheimer, werde ich wohl noch irgendwie hinkriegen. Oh Gott, ich kann mich nicht bewegen gerade. Was ist denn das? So. Lothric Ritterrüstung, okay. Sehr nice. So. Ja, klar. Vergiss es, Junge. No. Ich bin so dämlich, ne? Was die Ausdauer betrifft, bin ich echt saudämlich. So, Speer. Alles klar. 73.900 Seelen haben wir und wir sind kein Deut besser hier. Du bist mal ganz brav hier. So. Flakon. Den müssen wir auch noch aufpassen. Ich denke, hier wird noch irgendwas Großes kommen. Mit zwei Flakons sind wir echt gerade nicht gut unterwegs. Überhaupt nicht gut. Aber was soll's. Wir müssen hier durch. Wir müssen hier einfach durch. Ich denke mal, dass hier jetzt noch ein großer Gegner kommen wird. Ja. Yeah. Oh, zwei sogar. Alter. Ist das euer Ernie? Machen wir die noch mit zwei Flakons? Also den will ich auf jeden Fall. Den will ich auf jeden Fall mal versuchen. Oh, der andere kommt auch. Scheiße. Es sind drei. Das kann nicht deren Ernst sein. Das kann nicht deren Ernst sein. Nein. Und die drehen auch nicht um, ne? Ich laufe jetzt gleich eiskalt an denen vorbei, ne? Der eine dreht um, der andere auch. Okay, den dritten schnappen wir uns dann. So. Da müssen wir nur aufpassen. Jetzt schnappen wir uns wieder den anderen. Den hier. Der eine hat ja ganz gut funktioniert. Nein. Ich habe doch nur zwei Flakons. Sei doch mal gnädiger. Sei doch mal gnädiger. Ich habe nur zwei Flakons. Und einen, jetzt nur noch eins. 87.000 Seelen. Ich will, glaube ich, den auch hier machen, weil ich nicht weiß, was da oben noch auf uns wartet. Ich hoffe mal, dass da gleich ein Leuchtfeuer auch wartet. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zum Boss kommen und den kompletten Weg hier machen müssen. Ja, klar. Übertreib du mal. Na klar. Mmh.
Du hast mich schon mal besser erwischt als deine zwei Kollegen. Kannst dich glücklich schätzen. Und du wirst mich auch töten, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl, das täuscht mich gerade nicht, dass er mich töten wird. Oh, das täuscht mich gerade gar nicht. Okay. Alter, war das knapp. Jetzt darf aber gar nichts passieren. Wirklich gar nichts. Alter, haben wir nicht noch irgendwie was im Inventar, was alles irgendwie gerade mal ein bisschen pusht? Erhöht die Verwendung, ja. Ach so, wir haben noch eine... Ja, okay. Göttlicher Segen. Stellt TP vollständig wieder her und heilt Leiden. Weil ich habe jetzt echt das Gefühl, dass wir sehr, sehr nah dran sind am nächsten Dings. Deswegen, komm, machen wir das. Wahrscheinlich war es Verschwendung, aber wir sind sehr nah am nächsten Leuchtfeuer, glaube ich. Oder am Boss. Gleich kommt der Boss wahrscheinlich. Und zerstört uns instant, weil wir keine Flakons mehr haben. Also das Glück würde ich kennen. Und es ist auch so, ne? Ah, es ist auch so. Ah, es wird so sein. Es wird so sein. Es wird eiskalt so sein. Es wird wirklich so sein. Ganz klar. Aber ich denke mal, wir gehen jetzt trotzdem erstmal hier rein. In der Hoffnung, dass da was passiert. Ist das etwa Abkürzung? Ja, bitte. Hurra für Abkürzung, bitte. Inwieweit das eine Abkürzung sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das wird auch eine Abkürzung sein und das ist eine Abkürzung. Hurra für Abkürzung. Geheimnis voraus. Burg Lothric! Damit ist meine Frage auch beantwortet. Definitiv ist meine Frage jetzt beantwortet. Wir haben die Abkürzung von Boss zu Boss. Wie nice. Okay. Ja, okay, das ist die ultimative Abkürzung, definitiv. Das heißt, wir sind auf jeden Fall beim nächsten Boss. Wir haben die Tür noch nicht geöffnet. Ich will auf jeden Fall sicher gehen und mir die Flakons hier sichern und erstmal zum Feuerband schreien und alles easy peasy, alles ganz gechillt, ganz ruhig leveln und Estus-Flakons erhöhen und so. Und dann können wir auf jeden Fall zum nächsten Boss, der wahrscheinlich nicht so einfach wird. Aber welcher Boss ist schon einfach, außer die letzten, die ich hatte? Oh Mann, okay, schön. Okay. Ich denke mal, das wird auch einer der letzten Bosse sein, wenn nicht sogar der letzte Boss. Aber auf jeden Fall ein Aschefürst. Das heißt, wir haben den letzten Aschefürst dann, ne? Den haben wir, den haben wir, den haben wir, den haben wir und den haben wir. Das ist der letzte Aschefürst. Entweder gibt es dann noch... Oh, tut mir leid. Habe ich zu lange gebraucht. Entweder gibt es danach noch einen Boss oder das wird der letzte Boss sein. Müssen wir dann sehen. So. Vitalität wäre mal ganz schön. Vitalität. Und wir bräuchten noch ein paar mehr Seelen. Dann könnten wir den Rest auch machen. Aber wir haben definitiv jetzt erstmal genau Estus-Scherbe. Können wir hier machen. Die Estus-Scherbe abgeben. Estus-Flakon verstärken. Zack, zack, zack. Zuweisen. Jo. Und wir können unsere Waffe nochmal verstärken. Ach, unsere Irritöl können wir ja nicht mehr verstärken, ne?
Nicht so schön. Ja, dann lassen wir das erstmal. Oder wir machen unser Feuer. Ne, unsere Feueraxt. Aber es gibt so wenig Titanitschollen. Das traue ich mich nicht. Na gut, okay. Wie viele Seelen haben wir denn jetzt eigentlich? Können wir da vielleicht sogar noch ein Level erreichen? Ich glaube fast nicht, nee. Okidoki. Ich würde sagen, damit beenden wir auch die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die nächste Folge wird dann wahrscheinlich um den nächsten Boss und vielleicht den letzten Boss oder über den letzten. Ach nee, warte mal. Wir haben ja noch einen Boss, den wir in liegen gelassen haben. Den machen wir dann natürlich auch noch. Den machen wir auch noch vor dem Endboss. Falls. Ich weiß es nicht. Wir gucken uns einfach erstmal den Boss an und dann machen wir irgendwann noch den im anderen Gebiet, den wir übersehen haben, beziehungsweise noch nicht gemacht haben und die Glocke noch nicht geläutet haben. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um diesen Aschefürsten, dann hätten wir erstmal die letzte Asche da und dann werden wir sowieso geleitet, denke ich mal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao.